Das ist eigentlich mein sechsten Lebensjahr. Ist das eigentlich entstanden. Mein Vater war ein großer Sandbahn-Fan. Bin ich das erste Mal in Arenas mitgekommen. Und von da weg hat mich eigentlich der Bacillus-Rennsport erfasst. Und dann war es eigentlich so, als Kind war mein Traum bis 18, 20 Jahre, ich werde Rennfahrer. Luca ist hier mit mir bei der Firma Vaku, der Lederschneider, und zwar kriegt der Luca wieder einen neuen Kombi. Erzähl mal, Luca, kurz, wie lange fährst du schon Vaku und warum genau? Ja, also ich fahre schon mit Vaku-Kombis eigentlich seit Minibike-Zeiten. Okay. Mein allererster Rennkombi war von Vaku und habe über die Jahre immer einen guten Kontakt gehalten. War nicht immer mit Vaku unterwegs, aber die meiste Zeit. Ja. Und jetzt schon wieder seit 4 Jahren am Stück. Ja. Und ja, ich bin super zufrieden mit dem Kombi an sich, mit dem ganzen Paket, was man kriegt, wenn man sich dafür entscheidet. Und ich freue mich jetzt mal, wenn ich mal einen neuen Kombi holen darf, natürlich. Okay, super, ich habe schon mal einiges an Informationen gekriegt. Der Luca, wer es nicht weiß, ist letztes Jahr Vierter in der 300er WM geworden und heuer startet er wieder in der IDM auf Kawasaki. Du bist auf der 600er dieses Jahr, gell? Genau, ich bin in der 600er Supersport-IDM unterwegs und da hoffen wir natürlich, dass wir was reißen können. Ja. Das hoffe ich auch. Und deswegen, weil es Kawasaki ist, braucht er jetzt einen dementsprechend grünen Kombi. Und deswegen schauen wir jetzt einmal zum Walter rein und schauen wir, ob es da dementsprechend was gibt für ihn. Also, kommt's mit. Ja. Servus, grüß dich. Luca, grüß dich. Servus. Wie geht's dir? Ja, gut, dir? Ja, passt schon, passt schon. Ja, du hast schon was mitgebracht. Ja. Das ist eine kleine Vorlage, natürlich. Grün muss er werden. Mhm. Das haben wir jetzt mal geschaut. Vielleicht so in die Richtung. Setzen wir uns mal zusammen, schauen wir mal drüber. Und wie schaut es diesmal aus? Airbag oder wieder normal? Also, ich möchte ja dann Airbag haben. Und wenn du mir da was vom System her was Gutes anbieten kannst, da würde ich mich freuen, weil ich glaube schon, dass es auf jeden Fall für einen Rennsport sicher eine Geschichte ist. Ja, wir haben die von der Firma Hillite und die Kundschaften, die wir bis jetzt haben, sind eigentlich sehr zufrieden. Und dann habe ich gemerkt gehabt, dass eigentlich die Serienfertigung ist nicht so in Deutschland das Ding, da gehst du ins Ausland. Nein. Und ich habe einfach das gemerkt, das wäre so eine Nische, der eine Kunde will das, der andere will das, keiner will gleich ausschauen, da man so ungefähr sagt, jeder Kombi ist ein Unikat. Und das ist dann immer mehr geworden und immer mehr. Und mittlerweile ist es so, also, dass wir, ja, kann ich eigentlich stolz sein, auf der Straße sehr stark vertreten sind. Vor allem für unsere Kundschaften, die auf dem Ring unterwegs sind. Wo wir auch wirklich stolz sind, das ist zum Beispiel Jonas Folger, Marcel Schröter, Luca Grünwald. Wir kommen da jetzt sagen, was ist denn der große Vorteil von einem Känguru-Leder? Der große Vorteil ist, dass das Rennleder, was wir verwenden, ist auch sehr gut. Hat vom Schleifwert her ähnlich wie Känguru-Leder, aber vom Reißwert her ist einfach das Känguru-Leder brutal zäher wie das Rindleder. Und wenn man natürlich die Temperatur hat, sagen wir mal, Rennsport jetzt, ja, schön 30 Grad, bist natürlich mit dem viel angenehmer, also luftiger. Und da bin ich jetzt 26 Jahre selbstständig. Und wir haben eigentlich losgegangen, ist, wie gesagt, also vom Sandbahnsport her, da sind wir zum Eisspielweg gekommen. Da sind wir sehr stark vertreten, sind wir sehr stolz. Wir haben jetzt die 27 Jahre, habe ich 23 Jahre Eisspielweltmeister. Haben wir auch dieses Jahr wieder Daniel Ivanov, Eisspielweltmeister. Hallo, grüß dich. Nicht fertig. Nur nicht fertig.
Ah, oder also, nimmst du den? Ja, den nehme ich, das ist meiner. Ja, cool. Das schaut raus. Ich freue mich. Vor allem das Gewicht. Ja, der wiegt ja mit Airbag gar nichts. Ich bin noch schneller unterwegs. Ja, das wollen wir ja. Super, schaut raus. Für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, ja, ehrlich gesagt, dass wir beide Frauen und ich noch länger mitarbeiten können. Wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass wir jetzt aus der Werkstatt vertrieben werden. Das macht uns Spaß. Wir machen immer noch mit.